Nur darüber konnte man sich so herrlich abfeiern, wenn man das anderen erzählt hat. Oh, warte kurz, jetzt kommt eine Info. Ryder, so blöde. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga. What you waiting for? Look. Einfach nur total zum Schießen, der Kerl. Warum? Ryder, also der Kollege von mir hier, der hat seinen Stoff im Garten vergraben. Okay. Aus dem einen Grund, dass die Bullen das nicht finden. Oder andere Gangs. Nun hat er auch vergessen, wo er das gefunden hat und hat den ganzen Garten umgegraben. Oh. Wie blöd kann man denn sein? Ja, Ryder halt. Naja, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein paar Häuser überfallen. Wir haben 7 Minuten 40 Sekunden Zeit, bevor das Tageslicht kommt. Bis dahin müssen wir ein paar Sachen geklaut haben. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube mal eher nicht beim ersten Mal. Viel Glück. Also ich habe GTA bis jetzt nur ein, zweimal durchgespielt und das auch nur mit Cheats. Mhm. Also sobald wir auf die dritte Insel kommen, wird es knapp für mich. Okay, ach, das schaffst du schon. Ja, ich habe genug Zeit. Ich schätze mal auf 200 Parts bei dem Spiel. 200, 250 Parts wären das. Echt so viel? Ja, das zieht sich ganz schön, das Spiel. Okay. Naja. Weiß nicht, wie viele Missionen das hätten, aber... Viel Glück, wie gesagt. Und dann wollte ich mich nochmal erkundigen, wie das ist, wenn man mit der Xbox aufnehmen möchte. Da braucht man so ein USB-Grabber war für die Wii, ne? Videograbber meinst du? Videograbber, Videograbber. USB-Videograbber, irgendwie so hieß das Ding doch. Ich weiß nicht, ob das auch für die Xbox ging. Da habe ich keine Ahnung. Ja, mit Xbox kann man ja aufnehmen, weil ich muss noch mal ein bisschen. Kannst googeln. Ja, Google am besten mal. Da solltest du eigentlich bestimmt was finden. Übrigens, es ist Mitternacht. Frohe Weihnachten. Ja, dir auch frohe Weihnachten. Danke. Dann wisst ihr jetzt auch, wie sehe ich denn aus? Der hat mir ein Kondom auf den Kopf gesetzt. Ja, wir müssen jetzt rein und dann muss ich gucken, wie schleicht man. Das ist nicht schleichen. Wolltest du mich gerade was fragen eigentlich? Hab ich vergessen. Oh. Ente. Ich muss gerade gucken, wie man schleicht. Ich habe vergessen. Gehen, Aktion, ducken, sprinten, springen, gehen, bla 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 bla. Hä? Wo steht denn das? Das weiß ich auch nicht, Ente. Ich auch nicht. Okay, langsam durchgeht alles. Feuern, Waffe, Ziel wechseln, Gang, Strong, fort, zurück. Konversation, nein, ja, vorwärts, rückwärts, links, rechts, heranzoomen, hinauszoomen, ein, aussteigen. Passt alles ab, Linkwinkel ändern, springen, sprinten, mit Waffe ziehen, ducken, Aktion, gehen, nach hinten sehen. Alt-links. Ach, alt-links. Das heißt nicht schleichen, das heißt gehen. Ah. Alt-links. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Das ist also da. Ach, du bist schon putzig. Ja, sowieso. Ey, der hat hier nicht echt einen Flak in seinem Haus stehen, ne? Alter, hat der lange einen Flak. Was hat der? Okay. Weiß nicht, ob dir Flak was sagt. Nee, gerade nicht so. Das haben die in der Army genommen. Das ist eine Flugabwehr. Okay. Okay, ja, ich glaube, ich kann mich schon... Zu viel Langeweile, da kann... Naja, okay. Wirst du dann in der Aufnahme am Dienstag sehen. Ja. Die vom Montag kennst du ja schon. Ja, ich werde mir natürlich auf jeden Fall die Folgen ansehen, wo ich dabei war. Naja, mal gucken. Vielleicht gucke ich es mir an. Okay. Und wenn nicht, dann auch egal. Ja. Ich werde es dir schon verzeihen, keine Sorge. Okay. Aber so an sich werde ich mir Folgen von dir nochmal angucken. Halt nur nicht die, wo ich dabei bin. Apropos dabei sein.
Heute ist ja Heiligabend, wenn man das so jetzt so nimmt. Und ja. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, was ich für mein 24. Türchen mache? Nein. Beziehungsweise gemacht habe. Ich habe die besten Momente und die Outtakes so zusammengeschnitten und da, du bist auch dabei. Also falls du es dir angucken möchtest, sage ich es dir jetzt schon mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt wieder 18 Uhr, also falls du es dir wieder angucken möchtest. Ich habe mich ein bisschen vertan bei der Mission. Wir müssen keine Fernsehgeräte und so klauen. Wir müssen Munitionskisten klauen aus dem Haus von dem Militärtypen. Ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken, das Video. Okay. Der hat hier ein ernstes Munitionskisten in seinem Haus verstreut. Boah, viel, viel Spaß beim Suchen. Ja, 3 habe ich schon jetzt. Wie viel brauchst du? Ich habe keine Ahnung. Ich mache so lange, bis der entweder was sagt oder bis das Tageslicht kommt. Da muss ich ja hier weg sein, weil dann kommen die Bullen spätestens und der Typ wird wach. Mhm. Oh. Ja. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Hast du das im Blick? Wir haben jetzt so circa 20 Minuten schon aufgenommen. Okay, gut. Weil wir haben so gegen 3:15 angefangen und jetzt ist es 9:05. Vor allem meine Uhr ist auf meinem Handy, aber ich gucke auf mein Handgelenk. Das ist mir unerklärlich. Ja, doof. Sinnliche Lektüre. Sinnliche Lektüre. Ja, ich stöber nebenbei gerade bei Google Play Books die Bücher durch. Und dann da gibt es ernsthaft so eine Rubrik Sinnliche Lektüre. Oder nee, Quatsch, die war. Und sowas ist das dann, oder was? Nee, die ist bei der Startseite von Google Play gewesen. Ja, nicht Kamasutra. Ja, sowas wie. Warte, sag dir mal einfach was ich hier so sehe. Geil zu dritt. Wege der Begierde. Die perfekte Leidenschaft. Ungezogen. Sowas halt. Mandys Verlangen. Also sozusagen Sexgeschichten. Erotikbücher nennt man sowas. Ja, Fickzeitschriften. Oh, jetzt scherzt es aber über den bösen Kamm. Nein, ich sag nur so, wie es ist. Weihnachtsliteratur. Noch mehr Fickgeschichten. Oh, ja, Fickgeschichten unter Weihnachtsbaum. Ja, klar, genau. Ja, vor allem, wenn das Buch Weihnachten mit Mama heißt. Oh, scheiße. Inzest-Weihnachtsgeschichten. Oh. Warte, das ist auch noch geil. Ein Hund namens Hausschuh. Oh, Sodomie-Geschichten. Ja, könnte man sich jetzt echt böse Sachen vorstellen. Ey, der hat hier... Was hat der denn hier bitte für Bilder? Der hat hier Nacktbilder, weiß nicht, im Zimmer hängen, der Kerl. Also, nee. Von das Weibern wenigstens? Ja, klar von Weibern, der Typ ist 80. Oh, kann ja auch sein, dass es 80-jährige nee. Schwule gibt. Nee, das Bild wurde in irgendeinem GTA-Teil gemacht. Mir fällt gerade aber nicht mehr ein, welcher. Ich glaube, das war GTA 3. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch 2 okay. Minuten Zeit, das schaffe ich nicht mehr. Ach, du schaffst das schon. Räumen wir ab, was geht, ja. Das schaffe ich nicht. Komm, lass abziehen. Okay, ging. Gut, hauen wir ab. Eine wäre noch gewesen, aber das schaffe ich in 2 Minuten nicht, nochmal hoch in sein Schlafzimmer zu gehen. Die Kiste liegt neben ihm. Das heißt, ich musste da reinschleichen und die rausholen. Oh. Und das ist zu heiß. Wenn ich das verkacke, dann... Nee. Ja, kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht gemacht. Oh, naja. Immerhin, wir haben 5 Kisten oder so. Von 6. Das geht doch. Auf jeden Fall. Haben wir genug gekriegt. Ich fand's ja letztens ganz amüsant, als ich bei meiner Freundin war, bei der Lolli. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen nicht rede, aber mir ist gerade fast der Wagen umgekippt. Und damit hätte man dann die Mission verloren. Nee, ich habe da gesessen, habe GTA gespielt. Einfach so ein bisschen. Mal zwischendurch, kann man ja mal machen. Und ihr kleiner Bruder, der saß an der PlayStation 1 und hat GTA 1 gespielt. Sah geil aus. Oh Gott. GTA 1, ey. GTA was das für ein 1. Sprung ist, ja? Von ja. sowas zu sowas hier.
Ja. Wie sich allgemein die ganzen grafischen Sachen entwickelt haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Jahrzehnten, ja, klar, das ist schon, schon ordentlich, wenn man das mal so sieht. GTA ist aus dem Jahr 2005 bis 2007, soweit ich weiß. Und wenn man dazu vergleicht, von 2005 zu 2013, GTA 5. Ja, nee, GTA San Andreas ist von 2005, nicht GTA 5 von 2005. So, ja, passt schon, ist egal. Ja, was das für ein riesiger Sprung ist. Hier sind die Räder noch eckig. Okay. Das ist so ein 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 14-eckiges Rad. Oh, scheiße. Ja. Aber wo wir gerade bei GTA sind, hast du eigentlich schon mitgekriegt, dass es bei Google Play jetzt GTA Vice City gibt? Ja, das muss ich mir nochmal besorgen. Du musst es dir bei Google Play kaufen, bitte. Das sagt man so. Meine ich doch. Ja. Ich kaufe mir alles. Ja, ich mir auch. Auf jeden Fall werde ich mir noch einen Landwirtschaftssimulator kaufen. Oh ja, da habe ich auch Bock drauf. Nee, du, jetzt ernsthaft, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Landwirtschaftssimulator. Ich schon. Vor allem, ich habe überhaupt keinen Bock auf Landwirtschaftssimulator 2013 mit Steve zu Let's Playen. Das wird noch ein Spaß. Wird doch geil. Naja, eher weniger. Naja, so, ich fahre jetzt erstmal kurz speichern. Oh, klar, die schießen direkt auf mich. Und dann könnte man ja... Ne, du siehst es ja nicht, der doof. Ich würde sagen, ja, gehen wir shoppen eine Runde. Ja, wenn ich nicht sehe. Du kannst aber natürlich gerne shoppen gehen. An mir soll das jetzt nicht abhängig sein. Nee, dann ist langweilig. Ich gehe jetzt nach jeder Mission speichern. Nicht, dass es mir wieder abkackt. Daraus habe ich gelernt. Oh, sicher, sicher. Richtig. Ich habe auch einen Sicherheitsspeicherstand. Okay. Morgen geht ja die erste... ja, morgen. Bei uns ist es gestern. In diesem... ja, wenn die Folge online geht, ist es gestern. Dann ist ja gestern die erste Tekkit-Folge online gegangen. Ja. Wenn man das sind doch gar nicht mehr in der ersten Aufnahme, denke ich jetzt, von GTA. Dann, ja, dann ist es... vorgestern. Ja, ja. Ah, ja, dann ist es jetzt vorgestern schon. Montag, am 24. Heiligabend. Ja. Ist die erste Tekkit-Folge online gegangen. Da habe ich aber auch schon mal, glaube ich, erzählt. In der letzten Folge. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Ich mache da überall Werbung für, damit wir ordentlich Zuschauer kriegen. Ist doch auch in Ordnung. Übrigens, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt auch mal machen darf, vorgestern kam auch die erste Folge des Togethers von mir und Reptile. Was habt ihr denn Together? Pokémon Trading Card Game. Ja, siehst du, da habe ich für den Game Boy Color. Ja, als ich auf dem TGLP-Kanal war, habe ich gesehen. Habe ich mal ganz kurz reingeguckt. Oh, oh, oh. Wir haben jetzt schon zwei Wochen Intro. Im Voraus aufgenommen. Hm, warte kurz. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The gang is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, Carl. I gots to go scoop her up. All right then, come on.